Geilingen? Nicht gehört? Äpplein von Geilingen. Und der ist tatsächlich hier eingesperrt gewesen. Wenn ihr da euch umdreht, da seht ihr zwar so eine grün-weiße Tür. Ja. Seht ihr, der eine Stein, der bewegt sich schon runter. Also ist später reingebrochen worden. Also da war keine Tür unten nämlich, sondern es war ein Verlies. Das war vielleicht 5 Meter hoch. Ein Archäologe. Super. Und der war hier auch tätig und der hat hier Ausgrabungen gemacht. Schaut doch mal da oben, wenn ihr so ein bisschen im Halbkreis rumsteht, seht ihr das am besten. Das sind so Pfeile. Das waren Waffenspitzen, Pfeil und helle, nicht helle Waffen. Und wie heißt das? Armbrustspitzen, ja? Ihr seht da drauf so Ritter, so. Jawohl. Das ist ein Preis, hilfst du mir mal. Ja. Ich geh mal weg. Sieht ja ganz gefährlich aus. Ja. Seht ihr das hier gleich am Parkplatz? Danach war die Mauer schon. Das war der ursprüngliche Teil. Hey Marco, darf ich auch mal schauen? Ja, dann kommt aber erst Lennart. Lennart, gehst du mal her? Ey, was ist denn? Und nachdem auch kein Badezimmer daneben war, hatte man das da benutzt. Ja, aber der ist kaputt. Untertrachten angehabt. Vielleicht nicht ganz so prachtvoll im Alltag, aber ansonsten zum Kirchgang für die Hochzeit hat die Burg Tannerin so ähnlich ausgesehen. Andreas, los geht's. Los geht's. Runterrutschen. So, jetzt alle schnell hier runter, dann gehen wir weiter. Schnell runterrutschen. Ah Mann, ich bin angeschlossen. Ja. Wir können nicht richtig rein. Ja, also kommen. Jawohl. Gut. Los, ja, komm, ich bin so. Auch mitgekommen. Ich weiß, weil er nicht startet. Schön, ja. Ja, toll, die sieht man ganz toll. Tschüss, euch auch. Schau mal, echt. Hab ich halt der Glanz bewegt. Der bewegt sich gar nicht mehr. Sie ist jetzt Popstar. Ja, Herr Breis, die ist ganz verknotet. Du musst das. Ja, die. Möchtest du auch mal in die Hand? Du her? Hä? Ja. Kann auch filmen. Ganz lecker. Ja, Apfelsaft, der könnte mir. Nein, hab halt. Das war eine Eisfrage. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, auch noch was. Jawohl. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hey. Jawohl, Andi und Seil fassen. Sehr gut. Ja. Beide. Super. Was ist denn? Den Hauptmann vorne und wenn ihr nicht haltet. Jawohl, super. Hey. Wie ein Wiesel. Jetzt musst du runter.
365 Tage braucht die Erde für einen Umlauf um die Sonne. Und sie dreht sich auch um sich selbst. 24 Stunden braucht sie für eine Umdrehung um ihre eigene Achse. Die Erdachse, das ist eine gedachte Linie vom Nordpol zum Südpol. Ein Modell einer Raumstation. Sie bewegt sich in einer Höhe von circa 400 Kilometern. In dieser Höhe, 36.000 Kilometer, die Erde umkreisen, kann man die gesamte Erde beobachten. Nee, und deshalb sind diese Satelliten, die so weit von der Erde entfernt sind und die unbeweglich über der Erde schweben, sind sie besonders wichtig für Fernsehen, für die Nachrichtenübertragung, für den Wetterdienst. Wenn der Helm zu ist, dann ist er luftdicht verschlossen. Er wird mit der Luft aus den Flaschen versorgt. Die Schwerelosigkeit eine Herausforderung für den menschlichen Körper ist. Ich habe die Glocke selbst. Wieso geht sie nicht mehr hoch? Wie kann man es sich vorstellen? Wieso geht sie nicht mehr hoch? Man hört nichts mehr, nicht weil die Pumpe Geräusch macht. Kalt oder warm, das muss man feststellen, bevor man einen Versuch im Vakuum. Eindeutig. Wunderbar. Das Wasser ist im luftleeren Raum jetzt. Wir haben die Luft. Und dieses Wasser ist in der Luft. Und was ist der Unterschied? Es sprudelt. Und der Luftdruck verhindert es, dass die Wassermoleküle, diese Wassermoleküle, den Becher verlassen. Sie können es einfach nicht schaffen, aus ihrer eigenen Kraft diese Wassermoleküle, den Becher zu verlassen. Sie haben nicht genug Energie. Nur wenn wir dieses Wasser erwärmen und durch diese Erwärmung den Wassermolekülen zusätzliche Energie verleihen, dann würden sie kochen, das heißt den Becher verlassen. Aber ohne das Wasser aufzuheizen, würde es nicht gehen. Und was ist mit den Wassermolekülen in dem Becher? Die Luft ist raus. Die Wassermoleküle, sie werden nicht mehr von der Luft niedergedrückt und jetzt genießen sie ihre Freiheit. Nach dem Motto, die Katze weg, da tanzen die Mäuse. Sie tanzen, sie bewegen sich. Nicht, weil das Wasser heiß auf einmal heiß geworden ist. Es ist genauso kalt wie dieses Wasser. Aber es bewegt sich, weil der Luftdruck fehlt. So schwer ist die Luft. Ohne Luft bewegt sich, sprudelt, spritzt auch kaltes Wasser. Kalt? Ja. Es war vorher auch kalt. Was würde mit unserem Blut im Raumanzug passieren? Das würde auch sprudeln. Es würde sofort anfangen zu sprudeln. Die Lunge. Aus Haut, richtig, die Haut ist fest, es passiert nichts mit der Haut, aus Blut und aus Luft. Die Luft dehnt sich aus in der Lunge. Die Glocke zu klein, aber außerhalb der Erde würde die Lunge bei einem Menschen platzen, den Brustkorb zerreißen. Wiederholung von allen vorherigen Versuchen. Es passiert nichts mit der Schokoladenschicht, weil die Schokoladenschicht fest ist. Es passiert nichts mit dem
Zucker, es passiert nichts mit der Waffel, es passiert nichts mit dem Eiweiß, aber mit dem Eiweißschaum passiert schon etwas, weil der Eiweißschaum aus Luft besteht. Richtig. Und jetzt, was ist mit dem Luft? Wissen Sie schon? Sie dehnt sich aus. Das wollte ich eigentlich beweisen. Sie bestehen aus lauter Luft. Jawohl. Das sind Schäferminen. Also, schau sie mal. Ja. Geheimgarten. Und ich hab die Kabine. Moment. Aha. Wohin führt er? Ja, super. Gut, Reis. Hier ist die Quelle. Das ist der Königswald. Und das ist der normale Wald. Herr Reis. Der Königswald, aha. Ja, und hier ist die Quelle von dem Burggraben. Hier. Die Quelle? Die Quelle. Aha. Jawohl. Gut. Ja. Das ist ein Kuhstall, da können die Tiere rein, die haben immer genügend zu Futter. Ja. Und ein vorderes ist auch Futter. Herr Preis, Herr Preis, das hier, da ist der Sicherheitsring. Schau, das sind die dicksten Mauern. Aha, die dicken Mauern. Ja. Und dann da. Also, am Anfang versteckt sie sich hier überall. Ja. Ja. Ja, ich habe hier angefangen. Als erstes habe ich hier die Mauern gebaut, Türme, die habe ich aber dann wieder weggemacht. Da habe ich einen Burggraben gemacht. Dann ist der Leonard gekommen, der hat mich gefragt. Dann haben wir hier einen Weg gebaut. Dann ist mir auch, da ist mir eingefallen, dass ich die Brücke bauen kann. Habe ich aus Ästen gemacht. Ja, gut. Hier die Brücke. Ja. Und dann, dann sind auch noch die anderen alle gekommen. Da habe ich die Brücke hier gebaut. Und dann ist das alles so entstanden in 4 Stunden. Ja, und dann den Wald hinten, ne? Ja. Super. Und da sind die Gefangenen. Das ist der Geigenwald. Aha, der Geigenwald. Da ist das Gefängnis, da haben sie aufgespießt und da müssen sie. Ja, das ist gefährlich, Leute. Ihr müsst eure Gefangenen gut behandeln. Ja, weil das ist da drüben mit großen Wellen halt. Und dann, wenn die hier einfallen, da drüber, dann schüttelt man das zu, versteckt sich schnell in denen. Das ist Vorratslager und das sind ein paar Häuser. Versteckt man sich in denen. Gehen entweder alle da rein, bleiben ein paar da, oder man geht so hin, da raus. Und dann geht man da rein und dann verschüttet man den Eingang hier, damit die Römer nicht mehr reinkommen. Und hier haben wir noch ein Lager gebaut. Hier haben wir sogar Treppen gebaut. Ah, okay, und dann drücken wir auch. Ja, und da kann man dann auch rein und hier ist nochmal ein Ding. Ja, und hier sind lauter Schotterpreis. Ja, und hier ist noch
Hier ist noch so ein Haus, da ist ein Schild geschrieben, das ist gar nicht echt. Da steht Verstecklager. Aber dabei, wenn sie da reinlaufen, das ist eine Irreführung, hm? Wenn sie da reinlaufen, der Boden ist so brüchig, dass sie dann gleich einbrechen und gefangen sind. Oh, ja. Durch und dann hier rein. Und hier fließt das alles durch an den verschiedenen Burgen. Und hier ist ein Fluss und dann fließt es immer in den Brunnen rein. Dass wir genug Wasser haben. Und hier ist eine kleine und hier ist eine Kirche. Aha. Und da haben wir einen magischen Berg. Da haben wir einen magischen Berg, nein. Ah, ja. Mit der Hand, ja. Und da, okay. Und da ist so ein Tor. Und das da dort. Jawohl. Und das da, das sind die Rennbahnen, die Arena. Ja. Da müssen die so rennen. Das habe ich gemacht. Mit reinfahren. Mhm. Da müssen sie da drüber und da vorbei. Mhm. Und dann ja. Ja. Und dann kann man hier wieder reingehen. Und hier ist das hier ist der Turnierplatz. Ja. Ja. Ah, Turnierplatz habt ihr auch gemacht? Ja, den habe ich gebaut. Die Leute raus. Warte mal, einmal als einer, ja. Da kommen die Leute, die Kämpfer raus und dann kämpfen die da. Ah, ja. Beim Turnier, die reiten so ein Boom. Jawohl. Und da ist so ein kleiner Garten. Das hier ist eine Verteidigung. Wenn die Germanen, wenn die Römer da irgendwo rumschwärmen, weil das hier, das ist alles Wasser, dann können die von Stützpunkt zu Stützpunkt. Aha, jawohl. Schmeiß doch nur rein, du! Hey, da hinten, da ist auch mal hinten. Jawohl! Das Mann, die sollen drinnen, ey! Das kann ja nicht! Geh mit dahinter! Leonard, du mal deine Jacke wechseln, dass du die Anzüge brennen. Das passt ja. Denk schon nicht. Alter, Alex, da unten! Fabian, ich schmeiß, nein! Alex! Renn bereit!